Andalusien kämpfen 7 ehemalige Spitzensportler und Spitzensportlerinnen um den Titel Champion der Champions. Heute ist das letzte Nachtessen in dieser Konstellation. Und bevor wir Henkers Mahlzeit. Ja, gar nicht, mega hoch. Schon gleich fliegt der erste raus. Im sogenannten Night Game. Der letztplatzierte Stefan Angern hat sich der Beat Hefti als Gegner ausgesucht. Nur wer in der Tabelle Ersten ist, kann nicht ins Night Game gewählt werden. Wir haben doch schon gehofft, dass man vielleicht noch irgendwie den ersten Platz sichern kann. Am Schluss natürlich. Dass ich draußen bin. Celina weggeschnappt. Und ja, du bist Zweiter, dann musst du mit dem rechnen. Ich habe für mich einfach gefunden, alles oder nichts. Und er ist der Beste und wenn ich Champion werde, muss ich gegen den Besten gewinnen. Die beiden haben die Koffer gepackt. Im Castillo de San Andrés, in Carboneras, kommt jetzt aus, wer als erstes die Gruppe muss verlassen. Ich habe wirklich momentan noch keinen Plan, wenn ich es jetzt gerade machen soll. Ich war immer gut mit allem, was mit Ball zu tun hat. Oben, unten, Shooter, irgendwas. Es ist völlig ein neues Spiel wieder für uns beide. Mal was Neues versuchen ist immer cool. Und ja, du. Let's see. Es ist der Moment der ersten grossen Entscheidung. Wer geht raus? Der 60-jährige Stefan Angern oder der 46-jährige Beat Hefti. In dieser Arena fällt jetzt gerade die erste Entscheidung. Die Spannung steigt. Das Spielgerät ist die Glaskugel. Die Champions werfen sie immer abwechslungsweise über die Wand. Wer es schafft, die Kugel so zu platzieren, dass sie im gegnerischen Feld zerbricht, bleibt drinnen. Der Verlierer muss sofort heim. Wir lassen los. Ready? Set. Go. Der Beat Hefti setzt auf Taktik abwarten. Ja, immer denkt, wenn du auf der Gegenseite musst warten, also dann bist du eigentlich konzentriert, oder? Und irgendwann wird's mir müde ein bisschen. Und dann, dass er vielleicht Kugeln nicht sieht. Und bin ein bisschen vorsichtig am Rühren. Immer denkt, ja, wenn sie irgendwo ankommt, verjagt sie. Ich hab gedacht, der Sauhund hebt den Hebel. Der Bobfahrer behaltet sich mit einer Glanzparade im Rennen. Jetzt im Nachhinein, nach dem ersten Schuss, der dort schon knapp war, hätte ich im Schritt ein bisschen vorne gehen. Es hat einfacher gewesen, wahrscheinlich, wenn ich ein bisschen weiter vorne gewesen wäre. Ich habe gemerkt, ich gönne heute. Ich bin mir sicher, ich gönne das. Und ich bin so im Fokus. Die Schiene dran. Ich habe so Freude, weil ich habe vom ersten Tag an immer den Plan Night Game. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe wahrscheinlich nichts, aber ich gewinne beim Night Game immer. Und jetzt ist es erstmal gut gegangen. Jetzt bin ich schon sehr, 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 sehr glücklich. Beat. Ja. Die erste Person, die ausscheidet bei diesem Spiel, ist eigentlich extrem bitter. In diesen 4 Spielen vorher warst du überragend und jetzt da. Also, wie ist es für dich? Ja, natürlich enttäuschend.
Ja, es ist sicher ein Weinensaug, der jetzt hier den Platz verlässt. Aber wir haben jetzt gewusst, wo wir kommen, ist, dass wir ausscheiden können. Und jetzt bin ich der Erste. Ja, so ist es jetzt. Und gleich darf ich sagen, Chapeau und gratulieren zu deinen Leistungen in den letzten 4 Games. Danke vielmals. Ciao, Bert. Hat mich gefreut. Tschüss, Lukas. Danke schön. Ist kleiner geworden. Der Stefan konnte in letzter Sekunde den K.O.-Schlag abwehren. Vor dem nächsten Spiel tankt der ehemalige Boxer Energie, damit er den anderen Champions beweisen kann, dass er nicht nur im Night Game Macht ist. Das Ganze geht aber allen an die Substanz. In der Villa ist es ruhig. Wir gönnen den Champions den Moment der Erholung, weil schon bald wartet die nächste Herausforderung auf sie. Ja, wir haben es gesehen. Champion der Champions ist knallhart. Da kannst du dominieren. Du kannst deine Konkurrenz mit sackstarken Leistungen abschrecken. Immer vorne mit dabei sein. Aber am Schluss? Ja, am Schluss entscheidet eben gleich das Night Game. Und in das Night Game will niemand. Darum heisst es für unsere restlichen 6 Champions unbedingt punkten. Heute geht es um den Team Spirit. Spiel Nummer 5. Es ist ein Wettkampf am Strand und auf dem Meer. Und zwar im Zweierteam. Zuerst müssen die Gummiboote aus der Kiste geholt werden. Dann heisst es aufpumpen und bei der Markierungsfahne ab ins Wasser. Einmal um die Insel, dann das Boot wieder in die Kiste verpacken. Wer diese Aufgabe als erstes meistert, gewinnt. Ja, Selina, Beat ist raus. Du führst auf weiter Flur. Nachher kommt lang niemand. Du bist erst im Moment. Du darfst jemanden von diesen 3 auswählen, entweder den Donko, den Stefan oder den Dani. Was hast du so für Gedanken gemacht? Ja, es ist natürlich ein mega Privileg, wenn du nicht für das Night Game ausgewählt werden kannst. Und darum habe ich mir überlegt, dass es für mich wichtig ist, dass ich den Abstand der Punkte behalte. Und der, der mir im Team ist, der kann dann wie nicht aufholen, weil er hat dann die gleiche Punktzahl wie ich. Und darum wähle ich den mit den meisten Punkten. Und das wäre dann. Wenn du willst. Gerne, komme ich mit dir. Bin ich mit dem Sieger. Selina ist schon motiviert. Sie ist aber der Austür sehr gut. Und ich weiß nicht, ob ich bei der Austür gut bin. Also hätte ich es nur gedacht, dass ich mich wählen würde. Auf der anderen Seite ist halt von den Punkten, Rangierung und so weiter, ist es für sie gegeben, wenn ich es mache und ich motiviert bin, um nicht der Letzte zu sein. Passt recht gut zusammen. Man hat fast gesehen, dass es so wird kommen. Sehr spannende Überlegung. Patty, hast du noch 2 zur Auswahl? Entweder der Don Juan oder der Stefan. Für wen entscheidest du? Ja, ist immer ganz schwierig. Aber diesmal entscheide ich von meiner Tochter. Die macht Kunstturnen, die hat heute einen Wettkampf. Und Don Juan, wir rocken das. Sehr schön. Super. Sehr glücklich. Wir sind die gleiche Größe. Damit ist klar, dass Team Nummer 3, der Franco, und hey. Stefan. Ich habe meinen Wunschpartner! Wir sind gleich groß, wir sind beide stark. Der Franco hat eine Ahnung von Pumpen und wirklich, es hätte nicht besser laufen können. Meinst du eher viel Luft drin? Schon genug, gell? Dass es gut floatet? Ja. Genug Luft? Eigentlich. Härter ist besser. Härter, je härter besser. Wir weichen dann nachher langsam. Ja. Aber wieso? Da ist drinnen und dort ist nicht drinnen. Muss das drinnen sein oder draußen? Wenn es ein Jofen hat. Weiss es nicht. Das ist mit der Pumpe hat man gesehen, dass es da gewisse Sachen gibt, die man dran abschreiben und dran lassen kann. Dann wird die Menge von der Luft, glaube ich, grösser sein. Oder einfach der Druck grösser sein. Und dann müssen wir hoffen, darf man niemandem verraten, dass man möglichst viel Luft reinblasen muss. Beim Duo Mavuli-Angian geht es um eine andere Strategie. Der Letztplatzierte muss ins Night Game und gestern hat Stefan Angian den Zweitplatzierten gewählt. Beides Positionen, wo man nicht gerne sein möchte. Eigentlich spielt es keine Rolle, wie schnell wir sind. Bei dir könnte es sein, dass du nicht mehr Letzter bist, wenn wir schnell sind.
wenn wir langsam sind, bist du gleich Letzte. Und willst du Vollgas geben oder willst du langsam? Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Theoretisch wäre es einfacher gewesen, wir wären zweimal schlecht gewesen. Aber das hat dann der Champions-Geist nicht zulassen. Der Stefan hat gesagt, wir geben Vollgas. Dann habe ich gesagt, das ist gut. Dann ist das unsere Taktik. Das ist ein bisschen wie bei Baywatch früher, aber ich sehe, sie sind alle parat. Dann legen wir los. Ready? Set? Wie macht man das zu? Das Ventil? Hast du es? Die Pumpe hat das Glück, dass sie nicht so schlecht war. Und dann hat man gemerkt, dass es keinen Deckel hat. Und dann überlegst du, fuck, wie tust du das nachher zu? Schau mal, ob es einen Deckel drin hat. Jetzt keinen. Hier braucht keinen Deckel. Aber weg! Luft weg! Hier nimmt die Luft raus. Hey, wie haben die das gemacht? Es braucht eben keinen Deckel zum Zudrehen, sondern es hat ein Ventil, das man so umdrehen kann. Das sagen wir ihnen natürlich nicht. Das müssen sie selber herausfinden. Ah, oh, fuck! Aha. Oh, jetzt ist gut. Komm, Pumpe noch. Oh, jetzt geht es vorwärts, so beim Franco Marulli. Ich glaube, die haben das zuerst aufgeblasen, das Boot. Und mach ich noch mal. Yes, yes! Jetzt eins, jetzt eins. Aber siehst du, frei machen, Schatz. Ja, jetzt ist gut. Jetzt gar nicht mehr raus. Weißt du, wir haben noch die Seiten auf. Die Seiten aufpumpen. Oh ja, genau. Das erste Team. Das erste Team ist fertig. Maruli und Stefan Angern. Er hat das Boot gesehen und gesagt, lange Zeit in der Mitte. Er sagte, ich vertraue dir, dann machen wir es so. Oder? Und da haben wir auch viel Zeit natürlich schon rausgeholt, bevor es losgegangen ist. Ja, die Strategie war die, dass ich gesagt habe, wir wollen nur den Unterboden aufpumpen. Mehr braucht es nicht, weil das ist der Auftrieb. Dann haben wir vom Seitenwind keine Angriffsfläche auf dem Boot. Natürlich viel mehr Luft drin als der Frank und der Stefan. Jetzt bin ich extrem gespannt, ob sich das auswirkt auf dem Meer, ob sie relativ schnell überholen. Hier noch ein bisschen, ganz wenig. Jetzt ist gut. Oh. Wir haben das Ventil nicht arretiert gekriegt und jedes Mal, wenn wir den Schlauch rausgenommen haben, ist die ganze Luft wieder raus. Aha, nur nach oben, da ist gut. Jetzt hebt es, meinst du? Ja, hebt. Okay. Hebt. Das ist ehrlich gesagt mehr Schlauch als Boot beim Franco und beim Stefan. So, das letzte Boot geht auf die Reise. Don Quali. Zusammen mit der Patty Schneider. Das zweite Boot, Selina und Dani Albrecht, driftet ein bisschen ab. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt einfach lospaddeln, weil er schneller ist mit Schwimmen. Er ist nicht nachgekommen. Ja, der Strömung hin, ist schon schwierig. Es hat uns auch die ganze Zeit an Klippbahnen gedreht. Und wir sind so relativ Alpinski-Style um die Klippen herum. Nach. Stefan und Franco, die kommen als erstes ins Ziel. Hätte ich ganz ehrlich gesagt nicht gedacht. Die haben ja fast keine Luft in ihrem Boot.
So, jetzt müssen Sie es noch aufschleppen und möglichst schnell zusammenrollen und in der Kiste wieder verpacken. Guter Plan ist ein halber Sieg, oder? Mal abschütteln, den meinst du, oder wie? Dann mal raus. Woo! Ich habe noch nie 10 Punkte gehabt. Das Teamspiel hat mich gut getan. Ich habe wie den Stefan gebraucht, wo gemeinsames Ziel ist, ist wie einfacher. Weil etwas, was du im Teamsport nicht willst, ist deine Kollegen enttäuschen. Wenn er sagt Vollgas, dann gebe ich Vollgas. Selina und Dani sind an Land, safe. Jetzt müssen sie nur noch das Boot zusammenholen und wieder verpacken. Eigentlich könnten sie es relativ langsam angehen, weil die Gefahr von hinten kommt keine mehr. Der Duncan und Patty sind ziemlich weit weg. Sie sind in der Nähe von der Insel. Also, wir haben jetzt einmal voll weggespült. Wir sind viel zu nah an der Insel gekommen. Und dann ist die Welle dort gebrochen und hat mich vom Boot weggespült und bin direkt an nichts, nur ein bisschen berührter Stein. Und dann war ich schon froh, als wir auf der Rückfahrt waren. Ja, endlich geschafft. Schönen Kollegen noch zusammen geholfen, dass trotzdem bis Ende fertig gemacht. Ja. Danke, Danke. Danke, ihr habt geholfen. Ja, vielen Dank. Es ist eine Premiere für beide. Zum ersten Mal holen sich der Franco Mavulli und der Stefan Angern einen Zehner. Und über 10 Punkte Vorsprung hat Selina Gasparin. Sie kann heute nicht mehr eingeholt werden, ist also sicher nicht im Night Game. Alle anderen Champions können es treffen, vor allem der Don Juali. Don Juan, du bist jetzt im Moment Letzter. Stand jetzt wärst du im Night Game. Aber natürlich gibt es noch ein Spiel. Wie ist das für dich? Wir konzentrieren Nachmittag. Noch einmal Chance. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Aufgeben ist natürlich keine Option für den Olympiasieger. Beim zweiten Spiel heute Nachmittag kann sich noch alles ändern. Der Kunstturner hat in China seine Karriere angefangen und in der Schweiz erfolgreich weitergeführt. Heute gibt er Sportunterricht, spielt leidenschaftlich Golf, ist auch noch Investor von einem Golfclub. Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte. Meine Geschichte ist auch speziell. Ich bin 67 Jahre lang so geboren in China, damals noch Mao-Zeit, Kommunismus. Einfach, nicht so viel Materialsachen, aber alle sehr glücklich. Durch einen Zufall bin ich zum Turnen gekommen. Wir haben diese Stadt, wo ich lebt, vielleicht über 1000 Kinder gleichzeitig gestartet. Anfang noch lustig, aber dann sehr schnell nicht mehr lustig, dann schmerzhaft, dann Trainer immer drücken, Spagat. Aber Doma, mit 7 Jahren bist du weg von zu Hause. 7 Jahre weg, aber zum Glück bei mir, ich wohne in der gleichen Stadt. Und meine Eltern kann jeden Tag mit dem Velo zur Schule kommen. Diese harte Zeit, brutal hart. Wir müssen Handstand machen, wenn
paar Minuten kann ich mehr halten, dann Trainer binden deine Fuß zum Wand. Nach 30 Minuten lang Handstand machen solche Sachen. Aber fühlt man da nicht eine gewisse Ungerechtigkeit? Gar nicht, weil alle Kinder zusammen, diese Momente sehr hart. Aber nach vorbei, wieder vorbei, dann wir gehen wieder Blödsinn machen, etwas zusammenspielen. Mit 11 Jahren, ich bin quasi Profi geworden, habe bekommen Lohn. Meine Lohn habe Hälfte für meine Familie gegeben, die Familie stolz. Und diese Halle, ich habe dreimal Schwerverletzung, linke Niere und Milz total kaputt. So starke Schmerzen, habe gewünscht, wäre besser sterben. Dann habe vom Staat, wir sind Angestellte, oder? IV-Rente. So quasi mit 16 Jahren ich dann quasi pensionieren können. Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte weitermachen. Ich habe gebeten, einen Test zu machen, überhaupt, ich kann noch belasten oder nicht. Dann hat zwei Jahre später, dann habe ich wieder beide Achilles eine Krise. Ja, Rollstuhl wieder beginnen. Ich bin wieder zurück. 8 Monate später, ich bin chinesisch Meister geworden auf Pauschenpferd. Dann habe ich zu viel motiviert, zu viel trainiert. Dann hat er vom Bahren gestürzt. Direkt Kopf. Zum Kopf. Ja. Also. Back! 1 Sekunde. Nacken fast gebrochen, dann so traurig. Damals gedacht, keine Bedeutung mehr Leben. Diese Zeit, 1988, China beginnt öffnen. Zufall, ich bin mit dem Velo, dann hat Esperanza dort getroffen. So gut. Sie schauen eine Straßenkarte, sie hat gefragt, wo ist der Beihai Park? Da habe ich gezeigt, dann beginne ich sprechen. Diese 10 Tage. Warst du sofort verliebt? Nicht sofort, ein paar Tage später. Wir haben so 10 Tage zusammen in Peking vor Abreise Esperanza zurück in die Schweiz. Dann beginnen Brief. Nach 6 Monaten ich habe gefragt, möchte mich heiraten, hier auch leben? Sie gesagt, ja. Das ist krass. Ja. Das ist krass. Das ist crazy. Großmutter hat Geld gegeben, Flugbillette gekauft. Vater gegen Tochter mit einer Chinesin heiraten. Ja, logisch. 1988. Und dann hat Nationalmannschaft, Sportfunktionär zu mir gesagt, Dong Hua Li, haben Sie 3 Tage Zeit zum Entscheiden. Entweder bleiben in der Nationalmannschaft oder heiraten, dann verlassen die Nationalmannschaft. Wow. Ja. 3 Tage Zeit, da habe ich, oh, was passiert? Und dann habe ich 3 Tage zum Funktionär gegangen, zum Trainer gesagt, bitte helfen mir, dass ich bleiben und heiraten, beides möglich, bleiben in der Nationalmannschaft, weiter trainieren. Und nach 3 Tagen dann Funktionär gesagt, ja, muss entscheiden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich heirate. Liebe damals größer als Karriere. Krass. Was hat deine Familie und deine Freunde, was haben die gesagt? Meine Eltern gesagt, nein, nicht mit einer Ausländerin heiraten. Logisch. Ja, nur wegen Sprache, keine Kommunikation und so weiter, so viel Sorgen einfach. Also, du kanntest ja nur 10 Tage physisch. Richtig, 6 Monate Briefe. Ja, aber das ist ja nicht. Ja, dann nicht. Lach. Du hast diese Frau noch. Ja. Wie soll ich sagen? Dann Esperanza hat gesagt, ja, besser trotzdem in die Schweiz kommen. Aber durftest du einfach gehen oder seid ihr abgehauen? Dürfen, ja. Normal offiziell geheiratet. 89 Ankunft in Luzern. Dann Vater von Esperanza. Er ist früher Polizist, hat uns abholen. Dann hat es sehr kaltes Wetter. Dann hat er nur gesagt, grüezi. Da verstehe nicht die Sprache und kaltes Gefühl. Und Esperanza gedacht, Schweiz
kann sehr schnell für mich aufnehmen können. Das hast du auch gedacht? Ja, ich habe auch gedacht, oder, dass mit großer Hoffnung, dass sie schnell starten können. Ich bin oft alleine trainieren, damals keine Geld für Trainer. Diese beste Zeit habe ich leider muss warten, einsam gefühlt. Dann habe ich 94 chinesisch Pass muss abgeben, Schweizer entscheiden als Schweizer Bürger. 94 nach Einbürgerung, 11 Tage später in Brisbane, habe ich Bronzemedaille. Diese Bronzemedaille, das ist die wichtigste. Dann nachher 95 Weltmeister, dann auch qualifiziert für Olympische Spiele Atlanta. Representing Switzerland, Donghua Li. Donghua Li beginnt. Schwierigste Übung in dieser Beziehung. Der erste Teil ist gelungen. Aber die ganzen 1 Minute, oder, ist zittert. Man atmet immer auf, sobald er in diesen fliegenden Scheren drin ist. Jetzt kommt nur noch der Abschluss. Das ist wie mehrere Stunden. Dann hinauf und die Übung ist gelungen. Gold für Donghua Li. Danach Empfang nach Olympiasieg. Das ist sehr, sehr schön. Meine Eltern auch dabei. Dann Janis. Janis ist ein so gewünschtes Kind. Als kleines Baby sehr, sehr stark. Und ist ein sehr aufgewecktes, neugieriges Kind. So viele schöne Erinnerungen an Janis. Wir haben zusammen Turnen, Golf angefangen. Und dann 7 Jahre, 3 Monate plötzlich Bauchschmerzen und dann Spital. Und dieser Tumor ist für Kind ist über 90% kann heilen. Dann hat keine großen Sorgen gesagt und so. Dann nach dieser Operation noch gut gegangen. Danach 4 Tage später im Spital gestorben. Das ist brutal, das passiert. Das kann man nicht zu uns sagen, warum Janis gestorben. Das ist sehr schlimm. Bis heute noch keine Antwort. Ja. Dann habe ich gesprochen bei Beerdigung, dass diese Situation für mich ist neu und ist ein harter Kampf. Und jetzt, jetzt 3 Jahre so quasi die verarbeiten auch mit vielen Menschen mir Kraft gegeben, dass diese Situation so quasi akzeptieren und weitermachen, weiterleben. Und und ich wünsche nur einfach nicht viel Kinder so passieren, dass jetzt langsam kommt diese positive Energie, diese Dankbarkeit. Mit dieser Einstellung habe für mich geholfen und versuchen dankbar sein, wir jeden Tag einfach was bekommen, jeden Tag. Oh Mann. Ja. Schön mit euch hier, dass die paar Tage. Danke euch. Alles Gute für dich. Ganz wertvolle Zeit. Auch alles Gute für euch. Der Donghua Li ist im Moment Letzter und damit ein heißer Kandidat, um heute Abend rauszufliegen. Aber es kann jetzt natürlich noch einiges passieren. Alle Champions treten in den gleichen Teams an wie heute Morgen. Und eins ist klar: Es wird im wahrsten Sinne des Wortes ein fesselndes Spiel.
Teams sind an Hand- und Fußgelenk zusammengebunden. Das Ziel ist es, einen Parkour so schnell wie möglich zu absolvieren. Champions startet barfuß. Nach den ersten Metern können sie gefesselt die Schuhe anlegen. In der Mitte kommen drei Hindernisse. Die Champions müssen zweimal unten und einmal oben durch. Ein steiler Hang am Schluss führt zum Torre del Rayo. Dort oben ist das Ziel. Ich bin mega gespannt. Ich kann mir nicht so vorstellen, wie schwierig das ist und ob es technisch so einfach wird, dass es irgendwann auf Kondition geht, oder ob es einfach so schwierig ist, die Beine miteinander zu bewegen, dass es gar nicht streng wird. Mal schauen, ob wir dort etwas rausholen können, aber hauptsächlich nicht umkehren. Ein blöder Sturz wäre auf jeden Fall das Schlimmste, was passieren kann. Wir haben eine gute Ausgangslage, der Stefan und ich. Und wenn wir so harmonieren wie im ersten Spiel, dann sieht es nicht schlecht aus. Das war jetzt ein sogenannter Schnellstart von Dani und Selina. Wie lange überlegt, wie wir die Schuhe anlegen wollen. Ich hatte zum Glück die Socken, die am Schnellstart gezogen sind. Dicht auf den Fersen vom Führungsduo sind der Don Quali und Patty Schneider. Wir erinnern uns, nur ein Sieg kann der Don Quali vom letzten Platz retten. Ein Gewinnerduo vom Morgen läuft es noch nicht so. Der Schuhwechsel ist etwas lang gegangen. Wir sind dann hinein. Und dann musst du so die Taktik anpassen. Wir können nicht warten, wenn wir Letzte sind. Dann habe ich gesagt, komm, Stefan, jetzt müssen wir einen Schlag zusetzen. Dani und Selina gehen vorne weg. Zwei, die extrem beißen können. Das haben wir schon gemerkt in den letzten Tagen. Oh, Überholmanöver. Stefan Angern, Franco Mavoli, neu Zweiter. Ich hätte nicht gedacht, dass alle so gut sind. Wir waren relativ nah zusammen und keiner hat grosse Fehler gemacht. Also die Abstände waren immer so ein bisschen Sichtkontakt. Du am Boden und dann über den Antrieb. Das ist weg. Zwei, die sich näher kommen. Aber auch das zweitplatzierte Duo nähert sich der Spitze. Oh, da ist das zweite. Die Hindernisse haben sie überwunden. Was jetzt natürlich schon gleich kommt, ist der steile Schlussanstieg. Das ist wie bei der Tour de France, die Alpe d'Huez. Da musst du richtig beißen. Selina Gasparin und Dani Albrecht nehmen die Schlusssteigung als erstes in Angriff. Vor dem Stefan Angern und dem Franco Mavulli. Dritte sind Patty Schneider und der Don Quali. Er braucht den Zehner, um den letzten Platz zu verlassen. Fehler sind jetzt keine mehr erlaubt. Mach's. Einfach steil gerutscht. Aber nicht schlimm. Ja. Problem beim Duo Mavoli Angern. Und das nützt die Verfolger gnadenlos aus. Lange beim Schlussspurt sogar noch für mehr?
Ab dem, was steil wurde, hat Stefan gesagt, ich mag nicht mehr. Finito. Du kannst Segel streichen. Und ich habe gesagt, ja, egal. Scheißegal. Wir laufen weiter, machen unser Tempo, wir haben uns gegenseitig gut zugeredet. Ja, aber das ist jetzt wird. Die Spitze im Visier. Aber der Vorsprung vom Duo Gasparin Albrecht ist zu gross. Die Aufholjagd von der Patty und dem Don Juan kommt zu spät. Die Kraft lässt immer mehr nach. Es ist recht gut gegangen. Vor allem ist von der Geschwindigkeit, man ist recht, man ist ein bisschen stutzend gsi, ist man doch an der Grenze gsi schnell. Und wir sagen, es ist recht gut aufgegangen. Das Teamwork ist sehr sehr gut. Mit Paddy hat von Anfang bis Schluss ziemlich gleiche Rhythmus, sehr sehr gut gelaufen. Ich bin kaputt, ich bin wieder mal an meine Grenzen gekommen. Wir haben wirklich noch mal probiert, zwischen deinen grösseren Schlitten und länger und haben fast aufgeholt zu der Selina und zum Dani. Aber es ist dann, ich kann irgendwie sagen, ich kann nicht mehr. Zum dritten Mal holt sich Selina Gasparin 10 Punkte, das mal zusammen mit dem Dani Albrecht. Trotz der 5 Punkte bleibt der Don Juan auf dem letzten Platz und ist damit definitiv im Night Game. Aber gegen wer? Auswählen dürfen alle. Ausser die führende Selina Gasparin. Don Juan wird müssen wählen. Wenn er jetzt Patty wählt, wäre ich ein bisschen enttäuscht, weil er würde seine Teamkollegin von heute wählen. Selina kann er nicht wählen, es wird einer von uns drei Männer töpfen. Stefan kennt das Spiel schon. Ich tendiere eher auf mich oder den Daniel. Ich weiß es nicht. Ich kann den Domo, ich kann ihn noch zu wenig einschätzen. Er wird wahrscheinlich das machen, was er wird, was für ihn am besten wird sein. Er wird nicht die Taktik von Stefan übernehmen wahrscheinlich. Stefan wird er nicht nehmen. Ich bin schon in einer Position, wo man gerne kann. Ich habe überhaupt keine Angst, es kommt, wie es kommt. Ich hatte einen mega anstrengenden Tag hinter mir. Also ich war froh, wenn ich die Beine hochlegen kann und nicht. Die mentale Anspannung ist wahnsinnig in einem Night Game, haben sie erzählt gestern. Und ich war froh, wenn ich nicht müsste. Heute ich bin bei dieser Seite. Gestern Stefan ist hier. Ich weiß genau, was Gefühl diese Situation und für mich zuerst ich danke, dass mit euch das dabei zusammen erleben, diese einzigartige Erlebnis. Und heute ich nehme das wie gestern Stefan gleiche die Gruppen außer Selina, die beste von unserer Gruppe. Dani. Ich freue mich auf den Kampf. Okay. Freue mich auch, ja. Ja. Dann habe ich fast Freude, dass ich mit dem Don Juan persönlich so ein Game machen darf. Und das motiviert mich schon ein bisschen, um den Don Juan zu schlagen. Nein, das ist jetzt meine Freude. Ich hoffe, es hat niemand gesehen. Ich habe gar nicht dran. Halt, es gibt einen. Das Bierglas in der Hand, machst du so. Mir hat das Gefühl, es sieht recht geil aus. Das ist so die Art betrunken ohne Alkohol, wenn man dort ins Leid gehen muss. Ja. Ich habe endlich mal einen freien Abend, ich komme auch mit.
In diesem Schluss will keiner von unseren Champions. Weil das, was jetzt gerade hier innen abgeht, das zielt voll und ganz auf den mentalen Bereich. Das ist hochspannend, das ist Dramatik pur, Nervenkitzel. Und auch wenn unsere Champions immer so cool tun, ist es für die beiden, die jetzt gerade mit gepackten Koffern hier reinkommen, eine gewaltige Belastung. Es kann lang gehen, es kann schnell gehen. Es ist halt sehr schwierig einzuschätzen, weil man genau weiss, wie fliegt die Kugel. Da muss man sich auf etwas vorbereiten, wo man nicht genau weiss, was passieren wird. Fokussieren auf Überzeugung von innen. Egal was kommt, Vertrauen, eigene Entscheidung. Das hier, das ist Spielgerät, fast wie ein Fußball, aber natürlich aus Glas. 444 Gramm schwer. Wow, schön durchsichtig. Schwer, ja. Kannst du mir sie wieder geben? Und ihr beide dürft auf Position. Du bist auf der anderen Seite, Dani. Diese ist eine schöne Spannung. Und das auf einen eigenen Mentalbereich zur Grenze zu kommen. Ich fühle mich recht gut, muss ich sagen. Ich bin stolz, dass ich einen Fight haben kann mit dem Dongo. Kommentiert und lasst einen Daumen da. Hier oben gibt es weitere Folgen. SRF gibt es News. Und hier nicht vergessen, abonnieren.